shit. Hey, sorry, ich muss jetzt wirklich los. Sorry nochmal. Ach was, alles gut. Du hast übrigens schon wieder deine Schlüssel liegen lassen. Ich hab sie jetzt mal in die Kasse gelegt. Naja. Mach jetzt, dass du hier rauskommst. Bin schon weg. Und ich nenne es Spaghetti Choconara. Das ist so ekelhaft, wirklich. War schon kriminell. Alter, jetzt seid doch nicht so. Das ist es dein Ernst? Ich mach gleich die Bar zu. Darf es bei euch noch irgendwas sein? Nee, danke. Aber sag mal, was würdest du machen, wenn dir jemand Spaghetti mit Schokoladensauce kocht? Falls man es überhaupt kochen nennen kann. Ich würde wahrscheinlich schreiend davonrennen. Das schmeckt ziemlich lecker. Du hast es anscheinend noch nie probiert. Lass mich ja eigentlich gerne bekochen, aber das grenzt an Körperverletzung. Vielleicht könnte ich dich ja vom Gegenteil mal überzeugen. Wenn's Trinkgeld stimmt. Darf denn bei dir noch was sein, bevor ich die Bar schließe? Was könntest du mir denn empfehlen? Also, normalerweise empfehlen wir immer unsere Cocktails, aber unser Barkeeper ist vorhin schon abgehauen. Ich mache aber echt gute Gin Tonics, sagt man sich. Gin Tonic könnte ich noch vertragen. Ich hoffe nur, das sage ich auch später. Ansonsten muss ich dir nächstes Mal so lange Gin Tonics bringen, bis du es sagst. Und was ist, wenn ich dann zu betrunken bin, um noch etwas zu sagen? Ist auch okay. Ich mache gern Menschen sprachlos. Komm, Bro. Jetzt stelle ich dich so an. Ich habe ihr 10 Euro Trinkgeld gegeben. Was willst du machen? Das ist ihr Job. Wenigstens in der Gemeinschaft. Mach's gut, Claire. Tschüssi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So. Hier ist dein Gin Tonic Spezial. Und ich habe dir auch die Rechnung gebracht. Vielen Dank. Was ist daran jetzt so spezial? Das musst du schon selbst rausfinden. Oh nein. Soll ich den Handtuch holen? Das gut, passt schon. Sicher. Okay. Wirklich, mach dir keinen Kopf. Wenn irgendwas ist, sag einfach Bescheid, ja? Du brauchst ihn dir nicht zu zahlen. Der geht aufs Haus. Aber dann musst du nächstes Mal noch einen bestellen, ja? Bist du noch da? Ich bin jetzt mir. Nein. Ich wollte nur das Klopapier auffüllen. Da will ich dich nicht dabei stören. Bist du noch da? Das ist echt nicht witzig. Wenn du nicht sofort rauskommst, dann rufe ich die Polizei.
du ein Gespenst gesehen? Das ist echt nicht lustig. Ich weiß leider nicht, wovon du redest. Warst du nicht gerade noch drin? Was? Nein. Ich hätte schwören können, dass ich dich gerade im Laden gesehen habe. Aber ich stehe doch jetzt hier. Draußen. Ja. Wie soll das denn gehen, wenn ich keine Schlüssel für den Laden habe? Ja, stimmt. Aber egal. Ich wollte eh gerade gehen. Soll ich dich begleiten? Nee, komm schon klar. Du hast übrigens schon wieder deine Schlüssel liegen lassen. Ich hab sie jetzt mal in die Kasse gelegt.